Vibe Hype! Season 2 startet für The Cycle Frontier. Ich freue mich mega. Also in die neue Season geht es am Mittwoch, den 28.09. Und zwar gehen um 10 Uhr morgens die Server down. Das heißt, um 10 Uhr morgens wird der neue Patch aufgespielt. Das Ganze wird so 3 bis 4 Stunden dauern. Also rechnet mal so 13, 14 Uhr, dass ihr dann wieder auf dem Planeten landen könnt. Ich werde live sein zu dem Zeitpunkt, werde mir die ersten Minuten mit euch anschauen. Bin ich sehr, 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 sehr gespannt auf neuen Content und auch vor allem, wie es ankommt. Aber ganz ehrlich, ich persönlich glaube, dass wir diesen Vibe, nicht den Hype von Season 1 wiedererleben werden. Ich glaube, das ist zu schwierig und in Season 1 war es ein neues Spiel. Aber wie gut wird Season 2 und wie gut wird sozusagen die Performance und das Spielerlebnis und wie gut kann sich das Spiel wieder erholen über die nächsten Monate? Das wird spannend zu sehen. Aber lass uns erstmal in die Patch Notes reinschauen. Kleiner Disclaimer vorneweg, ich hatte bereits die Möglichkeit, mir das Ganze anzuschauen. Ich habe auf den Testservern spielen dürfen. Jaga Games hat uns da so einen Ausblick gegeben für die Partner. Und von daher habe ich schon ein bisschen was erlebt. Und deswegen komme ich direkt zu der Einleitung hier. Und zwar steht in der Einleitung, dass wir eine neue Map haben, Terrace Island. Dann haben wir Balance-Änderungen, neue Skins, neuen Battle Pass und so weiter. Und ein Rework zu Marauder. Das haben sie in der Einleitung mit reingeschrieben. Den habe ich bereits erlebt. Glaubt mir, kleiner Disclaimer vorneweg, wie gesagt, der Marauder ist schwerer geworden. Was die Items angeht, zuallererst mal, ihr verliert alles, das ist klar. Der Vibe wird alles löschen, bis auf das Aurum und die Cosmetics, die ihr habt. Aber sehr, sehr wichtig an dieser Stelle, dass ihr auch den Inhalt von euren Starterpaketen wiederbekommt. Also wenn ihr Starterpakete geholt habt oder geschenkt bekommen habt, wie auch immer, dann werdet ihr diese Inhalte wiederbekommen für den Start der neuen Season. Ich denke, das Aushängeschild neben dem Kampf gegen die Cheetah ist erstmal die neue Map. Und das heißt, das ist die Map Terrace Island. Terrace Island, ich durfte bereits spielen, wie gesagt, sobald ich Content freigeben darf, werde ich dann ein kleines Video dazu raushauen, euch die Map vorstellen, eine Übersicht und ein bisschen Eindrücke euch geben von der Map. Also sehr, sehr spannend. Mir persönlich hat sie sehr, sehr gefallen, weil ich habe auch dieses Theme-Mark, dieses Alien, so ein bisschen HR Giga-Style, falls jemand den Künstler von euch kennt. Aber nur so ein Touch, aber mir reicht das schon, dass das Feeling ankommt. Also das größte Ding erstmal die neue Map. Wir haben hier im Hintergrund ein paar Bilder zu der neuen Map. Wie gesagt, das Feeling da ist einzigartig, aber wir möchten das nicht so viel spoilern. Aber ganz wichtig hier, gelb auch unterstrichen, die Items, die ihr verliert, wenn ihr auf der neuen Map in The Void fallt, also sozusagen in das endlose Nichts, die sind weg und da bekommt ihr das Geld auch nicht von der Versicherung zurück. Also Achtung, 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 nicht in The Void fallen. Hier haben wir The Forge, die sogenannte Schmiede und das ist jetzt ein sagenerwobenes Relikt. Dazu dürfen wir selber auch, wir Partner, sehr, sehr, sehr wenig zeigen, was aber auch gut ist, was geil ist, weil das soll jeder für sich selber rausfinden. Was ist da los? Was passiert da? Sehr, sehr, sehr spannend und ich denke, wir werden einiges an Content bekommen, was auch für einige Zeit uns beschäftigen wird, weil das sind Dinge, die das ganze Spiel verändern werden. Was gesagt wird, ist, dass es eine alte Struktur ist, eine Alien-Struktur, eine außerirdische Struktur, die irgendwo in den Höhlen von Terrace Island versteckt ist. Dann, dass diese Struktur sozusagen fremdartig ist und vielleicht unter gewissen Umständen wieder zum Leben erwacht werden kann. Und die dritte Information hier ist, dass sie eine große Kraft beinhaltet, die für die Leute, die mutig genug sind, das ganze Potenzial zu entfalten, Erstaunliches zustande bringen wird. So, kommen wir jetzt erstmal zu den harten Fakten. Was ist alles neu? Und zwar Crash and Falls und Terrace Island, also Map 2 und Map 3, sind jetzt hinter Quests versteckt. Das sind also Quest-locked Maps. Das bedeutet, der erste Gedanke und viele dieser neuen Änderungen jetzt zielen auf Cheetah ab. Die Idee ist, dass Cheetah, die sozusagen nach wenigen Stunden oder Tagen gebannt werden, gar nicht erst Zugriff bekommen auf diese neuen Maps, weil sie gar nicht diesen Progress schaffen, über mehrere Tage Quests abzuschließen, Missionen abzuschließen, um dann auf die neuen Maps zu können. Das heißt, es könnte sein, dass wir ein stark reduziertes Cheater-Aufkommen haben auf diesen Maps, alleine schon wegen dieser einen Maßnahme. Dabei keine Panik, also die Crash and Falls Map wird relativ früh zugänglich sein, während Terrace Island ungefähr erst ab 50% freigegeben wird, also nach 50% der Questline bekommt ihr erst Zugriff auf Terrace Island. Die Ping Restriction ist da, das heißt, wir haben jetzt sozusagen ein Maximum Ping, um zusammen in ein Lobby reinzugehen, also Leute von außerhalb oder Leute, die Ping Abusing machen, wie auch immer das im Detail jetzt aussieht, das ist jetzt Geschichte, wobei das regionsabhängig eingestellt wird, das heißt, es kann sein, dass wir in Deutschland ein ganz anderes Ping-Limit haben, wie zum Beispiel jemand in Russland.
Auch eine sehr, sehr, sehr geile neue Änderung ist das Trusted-System, Trusted-Status, also der zuverlässige Status sozusagen, dass man sozusagen verifiziert ist, über welche Parameter auch immer das jetzt gilt, über Steam, über die Länge eines Accounts, Steam hat ja auch so ein Trusted-System, ob man in Steam bereits Spiele gekauft hat, also jemand, der immer wieder neue Accounts macht, um dann zu cheaten beispielsweise, derjenige hat halt, der kauft keine Spiele, der gibt kein Geld aus, der macht neue Accounts und die Accounts sind auch sehr kurz nur existent. Das heißt, da wird ein Trusted-System eingefügt, was sozusagen komplett ins Spiel implementiert wird. Wie das im Detail jetzt aussieht, auf jeden Fall auch hier wieder ein Tool gegen Cheater. Und das Tool ist wirklich genial, weil ich glaube, das wird uns wirklich weiterhelfen. Konkret heißt das übrigens, dass Trusted-Spieler ihre eigene Queue bekommen und Nicht-Trusted-Spieler auch ihre eigene Queue bekommen. Also wir sind komplett nochmal sozusagen in einer anderen Welt wie die Cheater. Geil. Die weiteren Punkte, die hier erwähnt werden, moin Milo, wieder Anti-Cheat-Verbesserungen, die internen Bannsysteme wurden verbessert, das Backend wurde verbessert, um sozusagen die Weiterentwicklung und Implementierung von Cheats erschweren. Und außerdem das Reconnection-Feature, wenn man aus einer Runde rausfliegt, kann man jetzt wieder reconnecten, yay! Hier haben wir ein super geiles Bild, also richtig geil, der neue Fortuna-Pass hier wird vorgestellt. Und zwar kostet der 950 Euro. Ihr habt, glaube ich, 1300 Euro bekommen im ersten Season Pass. Also der ist sozusagen refinanziert durch den alten Pass. Der Progress wurde etwas verlangsamt, weil man doch zu schnell vorangehen konnte. Tatsächlich ist es so, dass Leute nach wenigen Wochen bereits den Pass komplett durch hatten. Es ging wirklich schnell. Das wurde jetzt ein bisschen erschwert. Hier sehen wir die beiden neuen Skins, also die beiden Varianten von dem Kultisten und dem Entdecker. Und hier unten ein paar neue Waffen. Geil, also die gerade die Brute hier auch mega, mega geil. Freue mich auch schon drauf. Cool, dass die kostenlos, oder was kostenlos, also ein Battle Pass zumindest, mit drin sind. Neue Supply Drops, Aurum, wieder immer XP Boost, Tokens. Und hier was ganz Interessantes, der sogenannte Abyss Alloy. Also irgendein außerirdisches Artefakt, wo steht, es wird dich unterstützen auf deiner Reise nach Ferris Island. Also, wir werden auch herausfinden müssen, was das ist. Und das finde ich so cool. Es sind viele Sachen, die wir herausfinden müssen in dieser Season. Sehr, 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 sehr geil. Außerdem hier noch eventuell ein komplett neues Item, was mit der Story zu tun hat. Ich weiß es nicht. Und ja, neue Skins. Also, sehr, 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 sehr interessant. Und hier nochmal, was ist das? Banner? Oder ja, diese Banner, die man aufstellen kann. Da wird es übrigens auch wieder viele Sachen geben in den Twitch-Drops. Also, das wird auch nochmal interessant, was da zusätzlich nochmal dabei sein wird in den Drops. Dann kehren die sogenannten Limelight zurück. Was um alles in der Welt sind Limelights? Das sind die Skins aus dem alten The Cycle-Spiel. Früher war ja The Cycle ein Battle Royale. Und ich habe ein paar Bilder, ich blende euch das Ganze hier ein. Wir sprechen einmal von dem Primetime-Skin, von dem Entertainer-Skin, von dem Eye of Fortuna-Skin, von dem Partytime-Skin und von dem Prestige-Skin. Und diese ganz, ganz alten Skins sozusagen, einige von euch haben sie schon gesehen auf der Basis, die wurden halt wirklich von den OGs sozusagen benutzt, die damals das Spiel gespielt haben. Die kommen jetzt wieder und man kann sie kombinieren. Die Entwickler sagen, es gibt 70 verschiedene Kombinationen von diesen Masken und Kleidungsstücken und insgesamt eben diese 5 komplette Outfits, die man auch als Paket holen kann. Kommen wir zu den Balance-Veränderungen, und zwar haben sie ja schon angekündigt, dass Rüstungen und Waffen geändert werden. Und hier haben wir jetzt das Beispiel mit den exotischen Waffen. Und zwar hat sich da sozusagen der Penetration-Wert erhöht von 29 auf 30, für legendäre Waffen von 32 auf 33. Das heißt, die hochwertigen Waffen sollen auch nochmal ein bisschen stärker werden, gebufft werden. Außerdem wurden die Preise geändert, um diese Dinger herzustellen. Wir haben in Zukunft 3 verschiedene Granatentypen, und zwar Light, Standard und Assault. Und die Assault, das sind sozusagen exotische Granaten, die sind dann auch rot. Und ziemlich stark. Also die roten Granaten, holy macaroni, die haben es richtig in sich. Gasgranaten können nicht mehr gekauft werden. Yay, haben sich viele Leute darüber aufgeregt, dass man die immer noch kaufen kann. Also absolut, ab sofort kann man sie nicht mehr kaufen. Dann sind sie auch noch hinter einer Questline versteckt und sie sind teurer geworden im Craft. Und zwar kostet eine Granate direkt mal 1000 K-Marks zum Craften. Zum Schluss gibt es noch eine Anpassung in den taktischen Rüstungen, was den Preis angeht. Aber ganz ehrlich, das Wichtigste steht dann hier, zu guter Letzt oder besser gesagt last but not least, gibt es eine komplett neue Komponente, die die Rüstungen in Zukunft komplett beeinflusst, wie Rüstungen überhaupt funktionieren. Und zwar ist das abhängig von dieser alten Alien-Technologie in der Forge, also in der Schmiede. Was es aber genau damit auf sich hat, soll man selber herausfinden. Und das ist etwas, was vielleicht sogar das ganze Spiel nochmal komplett auf den Kopf stellen kann. Badum, Badums Codex. Hier ist der Codex erwähnt, also wie gesagt, das Lexikon sozusagen, wo man alles nachlesen kann, die ganze Geschichte, was in der Vergangenheit passiert ist.
Und ja, für die, die interessiert sind, so an den Hintergrundinformationen, kann man endlich mal schön zusammengefasst alles bei Badum nachlesen. Crash and Falls wurde etwas angepasst, und zwar wurde sozusagen die Loot-Wertigkeit, wir wissen ja, je gefährlicher ein Gebiet ist, desto besser ist der Loot. Wir haben da Tier 1, 2, 3, 4 und 5. Und so sieht die neue Map aus. Oben links das seltene Gebiet dazugekommen. Das heißt, wir haben hier immer nur die 2 Areale gehabt. Jetzt haben wir das ein bisschen verteilt auf 3 Areale. Und hier in der Mitte unten auch nochmal etwas größere Tier 4 Gebiete. Also da hat sich noch der Loot sozusagen noch ein bisschen verbessert. Dass die Kampagne verändert wird, wussten wir bereits. Einige Sachen waren etwas komisch, so von der Reihenfolge her, dass ziemlich leichte Missionen ganz am Anfang kamen, bis ein paar schwere, also leichte kamen am Ende und schwere kamen teilweise am Anfang. Das wurde jetzt alles angepasst, sortiert und es kommen 48 Missionen dazu. 48. Und viele kleine Veränderungen, die ich jetzt gar nicht im Detail alle aufzählen will, wie zum Beispiel veränderte Mineralien, mehr NPCs auf der Basis und so weiter. Aber mega interessant, increased overall stash size, on the station increased by 5 slots. Das bedeutet, euer Stash wurde vergrößert. Ein bisschen weniger Stash-Probleme. Also wenn ihr startet, habt ihr 5 Slots mehr zum Start. Das Ganze hat aber auch einen Grund. Und der Grund ist ziemlich traurig. Ich bin sehr traurig. Mein Herz zerbricht. Und zwar, Old Currency, also die alte Währung, hat jetzt ein Gewicht. Und zwar wiegt sie jetzt 0,001 Kilo. Und die Questmarken ebenfalls wiegen jetzt 0,1 Kilo. Zum Abschluss sagen die Entwickler, dass es am 29. einen Livestream geben wird, also am Mittwoch, den 28. um 10 Uhr gehen die Server down, dann geht Season 2 los im Laufe des Tages und am 29. kommt ein Livestream von Entwicklern, da werden sie viel announcen und ja, dann werde ich auch ein paar Sachen announcen, sag ich jetzt mal, nichts Wildes, keine Panik. Leute, lasst euch überraschen, was alles passieren wird in Season 2. Ich melde mich ab an dieser Stelle. Wir sehen uns morgen, wenn ihr das Video heute noch gucken solltet, am Dienstag, am Mittwoch zum Start von Season 2 werde ich live sein. Gegen 1 Uhr, schätze ich mal, geht's los. Wir werden vielleicht ein bisschen früher da sein. Ansonsten bleibt gesund und sauber. Bis zum nächsten Mal. Hasta luego, hasta la vista und ciao, 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 ciao.